Ja, hallo und herzlich willkommen zu Runde 3 des Wrestling Quiz bzw. WWE Quiz. Heute das Duell B-Pointe vs. John. Wir haben ja in der ersten Folge Micha vs. John gehabt, in der zweiten Folge B-Pointe vs. Micha. Auf jeden Fall beide ansehnliche Quizrunden, die auch knapp liefen, kann man so viel sagen. Und jetzt die dritte Runde, ob es jetzt wieder so knapp läuft. Erstmal begrüße ich natürlich meinen Mitstreiter, und zwar den John. Ja, guten Abend. Ich habe heute natürlich meine Ehre zurückzugewinnen, nachdem Micha mich so knapp abgezogen hat. Und ja, und besonders, weil letztes Mal so klar war gegen dich vor einem halben Jahr, muss ich dieses Mal gewinnen. Ob es passiert oder nicht, das werden wir natürlich sehen. Und natürlich der Host, der das jetzt übernehmen wird, und zwar der Micha. Ja, guten Tag. Ja, dann würde ich mal sagen, fangen wir direkt an mit der ersten Frage, Micha. Genau, fangen wir doch mal mit der ersten Frage an und gehen mal weit zurück. Wer gewann denn das erste King of the Ring Turnier und wann fand diese überhaupt statt? Oh mein Gott. Also, logischerweise 2 Punkte. Für den Sieger und für das Jahr. Okay. Da muss ich überlegen. Ja. Ich habe keine Ahnung, aber ich habe Geschichte. Mhm. Jahres genug, oder? Ja, ja, das reicht okay. Mir. Ich hab. Es ist der erste, an dem ich mich erinnere. Ich hoffe, der wird so geschrieben. Ich weiß nicht. Ich glaube, das war so. Oder darf ich nochmal kurz ändern? Mach. Ja. Okay, mal sehen. So, also meine Antwort so bleibt. Passt. Meine auch. Jetzt. Bleibt der Wrestler gleich bei dir, John? Ja. Gut. Ja, also. John hat geschrieben, Randy Savage erst 1991, das hat er korrigiert in 1989. Krass. Das ist falsch. Mhm. Und B-Pointe hat geschrieben, Don Morocco im Jahr 1985 und dies ist richtig. Na, aber ihr mit eurem Network, das ist gleich, das kann ich einfach nicht mal ausgleichen. Das ist Allgemeinbildung. Ja, komm. Nee, egal. Ja gut, es ist ja nur eine kleine 2-Punkte-Führung. Das ist ja noch okay. Schreibt jemand von euch mit oder soll ich das? Ja, ich schreibe die. Also ich suche gerade einen Stift. Gut. Also 2-0 führst du. Jo. Das hört sich gut an. Ah, nicht ja, schon wieder. Gut, dann bleiben wir doch mal gleich bei Turnieren. Mhm. Wer hat das erste von der WWE veranstaltete Turnier im Jahre 1988 gewonnen? Und um welchen Titel ging es? Hä? Was genau? Was meinst du jetzt? Ich weiß, was er meint. Wer das erste Turnier der WWE-WWF-Geschichte gewonnen hat und um welchen Titel es ging. Im Jahre 1988 war das. Wird euch zwar nichts bringen, denke ich, aber nur als kleiner Tipp. Hm. Jetzt habe ich falsch gedacht. Schade. Ich habe keinen Plan. Ach komm, was. Ja, ich glaube. Ich muss nochmal nachdenken. Keine Ahnung, ich schreibe einfach mal. Ja, ich schreibe, keine Ahnung. Das ist eine wirklich schwere Frage, muss man sagen. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Es ging halt weit zurück, deshalb ist es eine schwere an der Frage. Ich bin der Überzeugung, B-Point schaut gerade nach auf dem Network. Nö, ich hab's schon geschrieben. Er schaut ganz 88 jetzt nach. Genau. Nö, ich habe meine Antwort schon geschrieben, deswegen. Also, das gut, ist das Einzige. Antworten sind beide final. Jo. Ja, komm. Gut, alles klar. Dann
Habt ihr beide, na, nee, nicht ganz. Ihr habt natürlich beide recht, wenn ihr sagt, es geht um den World Title. Da kriegt ihr beide auf jeden Fall einen Punkt. Und B-Pointer hat den richtigen Ach, komm. Sieger mit Randy Savage. WrestleMania 4. Genau. Ja, das war aber 89. Nee, nein, war 89 war 5 und 90 war 6 mit Hulk Hogan gegen Ultimate Warrior. Ah, oh, jetzt. Das war das Einzige, woran ich mich erinnern kann. Na, bin das ich WrestleMania 4 Turnier um den WWE-Titel. Im Finale besiegt Randy Savage Ted DiBiase. Wisst ihr, was ich jetzt gedacht habe? Ich habe gedacht, WrestleMania 1 war 85, dann muss WrestleMania 4 89 sein. Deshalb habe ich mich auf 88 nicht... Das ist doch richtig. Bist du blöd? Ja, ich weiß. Aber ich habe nur gerechnet, dass es 3 Jahre von 1 nach 4 waren. Deshalb habe ich gedacht, das wäre WrestleMania 3. Also ich habe erstmal, im ersten Moment, als die Frage stand, habe ich jetzt erstmal King of the Ring Turnier. Da habe ich erstmal gedacht, wovon labert der überhaupt? Und dann dachte ich so, was aber ist... Aber auf jeden Fall... Aber auf jeden Fall 3 zu 1, wenn ich mich... Nee, 4 zu 1. So 4 zu 1. Ja. Okay. Bin ich dumm. Ja. War das dumm? Also ich wollte eigentlich gerade King das of the Ring schreiben, wissen. Aber als du gesagt hast, um welchen Titel, denke ich mir so, bei King of the Ring geht es ja um keinen Titel. Deswegen fiel mir nur das ein. Genau. Wenn man gut zuhört, ist das von Vorteil. Auf jeden Fall. Okay, dann so, nächste jetzt, Frage. Jetzt kommt die Aufholjagd. Ja, jetzt kommt die Aufholjagd. Jetzt geht's los. Wer hat in der WWF-WWE-WCW-ECW-Geschichte die meisten Titelregentschaften aller Zeiten gehabt? Da hätte ich gern den Namen von dem Kerl und wie viele Titel er gewonnen hat. Warte mal, der in der WWE, ECW und WCW World Title? Ja, es gab keinen, der... Generell, es gab keinen, der mehr Titel gewonnen hat in allen drei Promotions. NWA und das alles nichts. NWA nicht. Okay. Also wirklich, wenn dann nur WCW. Mhm. Aber ja, den... Also ja, WCW, ja. WWE und ECW. Als Tipp, die meisten Titel hat er in der WWE gewonnen. Sonst würde ich jetzt, nur kleiner Funfact am Rande, ich habe jetzt erst gedacht, du willst auf Jerry Lawler hinspielen, der wahrscheinlich die meisten Titel im Pro Wrestling gewonnen hat, aber keinen in der WWE. Ja, es ist aber nicht Jerry Lawler. Er hat seine meisten Titel in der WWE geholt, der Kerl, den ich suche. Wer mir alle Titel aufzählen kann, wie oft er die gewonnen hat, kriegt 10 Punkte, weil das bezweifle ich, dass das jemand von euch kann. Ich bin am Überlegen. Also egal welchen Titel, also der Titel muss halt nur in der jeweiligen Company sein. Wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, er hat Titel in der WWE, in der ECW und in der WCW gewonnen und ist damit insgesamt mit allen Titeln so der Mann, der die meisten von allen geholt hat. Okay, dann... Ich hätte einen Tipp, aber das ist halt... Ich weiß nicht, ob das stimmt. Das Einzige, was mir einfällt, ist halt... Ich weiß nicht, was er sonst gewonnen hat. Wie viele hat dieser Herr insgesamt geholt? Ach, insgesamt? Insgesamt, ja. Also überall schon, ja. Deshalb. Okay. Ich bin noch am Überlegen. Also wirklich den Wrestler dazu schreiben und halt die Zahl von seinen Titeln, die er geholt hat. Und der hat in jeder Promotion Titel geholt. Der hat in der ECW den Titel geholt, der hat in der WCW den Titel geholt, sogar mehrere, und in der WWE. Gut, das müsste mehr sein als ein Wrestler, den ich im Gedanke habe, also schätze ich mal ein bisschen. Ich glaube, das stimmt nicht, aber... Warte, ich schreibe noch einen Titel auf, der eventuell noch gewonnen hat. So, das war's. Mehr weiß ich nicht. Muss ich die Titel auch alle schreiben? Titel bringen dir nix. Ja, okay, außer ich bringe alle komplett richtig nennen. Komm, ja, gut. Lassen wir das. Ich tippe ja, einfach eine Zahl. Du tippst die Zahl und den Wrestler und dann ist er gut. Jo, ich habe auch jetzt auch mal getippt. Müsste mehr sein als den Wrestler, der in der WWE halt die meisten Titel gewonnen hat. Das ist sicher falsch bei mir, weil ich glaube, der hat in der ECW nichts gewonnen, aber... Wir haben einmal Chris Jericho mit 12 Titeln insgesamt. Und... Raven mit etwa 35 hat B-Pointe gekriegt. Ah, der Hardcore-Title. Der Hardcore-Title. Und der Sieger ist B-Pointe. Die Titelanzahl ist aber falsch mit 35, denn es waren 32. Echt? Er hat 16 Mal.
Er hat 27 Mal den Hardcore-Titel gewonnen. 27, ja. Zweimal den ECW-Titel, einmal den WCW-US-Titel, einmal den WCW-Tag-Team-Titel und einmal den WCW-Light-Heavyweight-Titel. Ich habe eher gedacht, dieser dass... Dieser scheiß Hardcore-Titel. Also ich habe gedacht wirklich, dass er ein bisschen mehr hat als Edge, weil Edge hat ja die meisten in der WWE nur. Mit, glaube ich, 31, soweit ich das weiß. Und da dachte ich mir so, der müsste ein paar mehr haben. Aber dass es so knapp ist... Ja, hat einen mehr. Ja, das ist krass. 4 Punkte kriege ich. Ein. Okay. Ja, weil gut. Du nur den Wrestler richtig hattest. Ja. Dieser scheiß Hardcore-Titel. Mir ist nur wegen der Hardcore-Titel ist er so eingefallen. Das kann nur Raven gewesen sein. Ja. Aber ich wusste halt nicht, ob der WCW oder was gewonnen hat. Aber ich habe jetzt nicht Titelregentschaften, sondern Titel an sich. Also wie viel Chris Jericho jetzt verschiedene Titel gewonnen hat, gedacht. Also ich habe nur... Auf Raven wäre ich nie gekommen, aber... Chris Jericho, ich dachte, Alter. Falsch, die Frage falsch verstanden. Ja. Von allein schon John Cena hat schon die meisten. Also mehr. Ja, also nicht Titelregentschaften, sondern Titel an sich. Also Heavyweight-Titel ist ein Titel und immer so weiter. Ja, klar. Okay, dann nächste Frage. Wir haben ja New Day mit einer schon ewig erscheinenden Titelregentschaft momentan am Start. Und es gibt ein einziges Tag-Team, die Tag-Team-Titel länger gehalten hat als New Day. Und da würde ich gerne wissen, welches Tag-Team das ist, mit den jeweiligen Tagen, wie lange sie die Titel gehalten haben. Warte mal. Da gibt es ein Tag-Team in der Geschichte. In der WWE-Geschichte. Meinst du? In der WWE-Geschichte. / WWF. Das ist schwer. New Day hat übrigens momentan 385 und die Herren haben mehr. Das ist auf jeden Fall noch super. Vielleicht knackt New Day das. Vielleicht. World Tag Team. Ich glaube, ich weiß es auch. Ich weiß aber nicht die Zahl. Das weiß ich leider nicht, aber. Ja, dann gibt's halt einen Punkt. Jo, Demolition. Jo, tippe ich einfach mal ein. Wie lange waren die? Ich tippe einfach mal random. So. Keine Ahnung, ob das stimmt. Ich bin mir eben auch nicht sicher, aber danach kann ich eine kurze Anekdote dazu erzählen. Interessant. Da gibt es ja eine schöne Geschichte dazu. Gut, aber ich weiß nicht mal, ob ich recht habe. Ihr habt beide Demolition getippt. Jo. Das ist auf jeden Fall richtig. Mhm. Und da muss ich jetzt danach gehen, wer näher ran ist. Was für eine Zahl ist denn? John hat 450, B-Pointer hat 500. Oh. Und damit ist B-Pointer näher dran. Mit wie viel? Wie lange war's? 478. Um drei. Also das ist knapp. Kurze Anekdote. Demolition wurde ja eigentlich vom Charakter her sehr ähnlich aufgebaut wie die Road Warriors, die damals in der NWA exklusiv waren. Und deshalb wurden sie so krass gepusht, weil sie einfach ein Road Warriors Abklatsch waren, die damals richtig hot waren. Und dann, als die Road Warriors zu WWE kamen, wurden WWF damals noch, wurden sie direkt fallen gelassen. Ja, das ist ein bisschen typisch WWE. Es ist die WWE. Also, John, ein Punkt. Nee, doch, ein Punkt und B-Pointe 2. Mhm. Gut, dann gehen wir doch mal... Ja, nehmen wir das. Okay. Welche Show... war der allererste Pay-Per-View in der WWE, WWF-Geschichte. Pay-Per-View? Pay-Per-View. Da möchte ich gerne den Namen des Pay-Per-Views und das Jahr. Als Tipp ist es logischerweise vor 1990. Macht Sinn. Ehrlich? Ja. Ehrlich. Ja, aber... Na, es kann doch nicht sein, oder? Wie bauen die Scheiterst du gerade am selben wie ich?
Also irgendwie, ich Es gibt verstehe einen die Grund, Frage. warum ich diese Frage ge es gibt ne es gibt einen Grund, warum ich die Frage gestellt habe, aber das werde ich dann danach auflösen, warum. Es müsste eigentlich das sein. Weil ich war mir schon Ja, aber echt. es kann nicht das sein. Ich denke, du weißt, was ich meine, oder? Ja, wir meinen selber, aber dann die Frage, das ist. Nee. Das Ding ist, gab es Gebt einfach davor eure Tipps was? ab und dann. Gibt es davor Ja, was? Das eben. ist die Frage. Aber Es gab sicher davor was. Sonst würde er uns nicht fragen. ich gebe es mal einfach mal ein. Safe. Ja, wie Ich sollte über. er seine Ich über. Antwort geschickt? Warte kurz, ich überlege noch. Vielleicht fällt. Ich kann mir Ach kein komm, anderes ich vorstellen. verliere kein. Ich ver. Was müssen wir sagen? Name und Jahr. Das Event und? Ja. Das Jahr. Noch was? Das Nö. Jahr. Das Jahr. Welches Jahr bist du geboren? Event und Jahr, oder? Ja, genau. Event und Jahr, immer noch, ja. Okay. Ja. Wie viele Fragen haben wir jetzt Keine. schon? Gut. Wie viele Fragen haben wir jetzt schon? Wir haben jetzt gerade 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wir haben jetzt die fünfte Frage. Die sechste Frage, so rum. Okay. Aber. Ne, die fünfte, sorry, so rum. Ja. Okay. Okay, Egal. jetzt sag uns, Also. was vor WrestleMania war. Es wird zur nächsten Frage kommen. Das Interessante ist, dass WrestleMania prinzipiell vor der Show ist, die der erste Pay-Per-View war, aber WrestleMania selbst war kein Pay-Per-View. WrestleMania 1 war 1985, das habt ihr beide komplett richtig gesagt. Aber WrestleMania 1 war eine Closed-Circuit-Show. Das heißt, Kneipen oder andere Einrichtungen konnten die Rechte an diesem Event kaufen und dann in ihren Gebäude ausstrahlen. Und das hat absolut nichts mit dem heutigen Pay-Per-View-Konzept zu tun. Und deshalb war der erste wirkliche Pay-Per-View WWF The Wrestling Classic am Toll. 7.11.1985. Okay. Das Jahr ist zumindest richtig. Also, ja, Ja, genau. beide einen Punkt fürs Jahr. Genau. Ja, das war das Also, Frage. ich habe Ich die Frage dachte, schon. WrestleMania ist wirklich ein Pay-Per-View gewesen. Ja, Aber. ich war es ja technisch gesehen auch, aber halt nur exklusiv für Bars. Diese Show, Wahrscheinlich. ja, genau. Das ist merkwürdig. Also Also, ich hat habe. wenig halt mit dem Obwohl ich heutigen eher gedacht habe, Pay-Per-View-Konzept zu davor war tun. irgendwas, aber ich konnte mich an keins erinnern. Also. Das war Es war krass. tatsächlich das. Ja, ich habe auch, ob ich mal irgendwas gehört habe. Zuerst habe ich gedacht, vielleicht gab es mal so eine Art Test für WrestleMania. So eine kleinere Show, die auch Pay-Per-View war. Aber keine Ahnung. Wrestling Classic, Nee. alles klar, das ist krass. Okay, nächste Frage. Ja, wir haben ja jetzt wieder zwei World Title. Aber das ist mir vollkommen egal, denn es geht nur um den WWE World Heavyweight Title. Der Titel, der von Cena und Orton vakantiert wurde da. Und wer ist denn der längste Titelträger gewesen von diesem Titel? Mit zählt die Regentschaft von Orton mit? Die Regentschaft von Randy Orton zählt dazu. Aber nicht sein WWE-Titelrun, sondern nur sein WWE World Heavyweight-Titelrun. Nur der Titelrun ab dem Zeitpunkt, wo der Titel Ab vereinigt DLC. wurde. Ach, wer die Genau, ab meisten TLC, Titelgewinne hat. perfekt. Nee, wer den längsten hat. Von allen. Wer Wer den den längsten hat. längsten hat. Wer den längsten hat. Von allen, oder wie? Biggie. Biggie hat den längsten gewonnen. Perfekt. Warte mal, wer Okay. von allen den längsten hat? Von allen WWE World Heavyweight-Titelträgern. Okay, ein Run nur, oder? Woher weißt du, dass Micha wieder da den längsten hat? Ja, how big is Batista's dick? So, jetzt genug mit dem Joke. Jetzt So. lass mal rechnen. Zählt da nur ein Run oder alle Runs? Nee, einer, also ein bestimmter halt. Es gab auch noch nicht so viele mehrmalige Titelträger, außer, ja gut, zwei Leute, die haben den Titel zweimal geholt. Ich muss noch rechnen. Oh, leck, ey. Das ist ja mal lustig. Vom WWE World Heavyweight Title. Ist die Frage, welcher? Also nur mit der Bezeichnung WWE World Heavyweight Title.
Der ja. Titel wurde unifiziert, TLC 2013. Und ab diesem Zeitpunkt die längste Titelregentschaft vom Titel ab der Unification, angefangen mit Randy Orton, aufgehört heute bei Dean Ambrose, weil er heute gegen Styles verliert. Haha. Beziehungsweise zu diesem Zeitpunkt ist noch nicht Styles Champion. Ja, dauert ja nicht mehr lang. Genau. müssen wir die schreiben, wie lang die jeweilige Regentschaft war? Wenn ihr es nicht genau wisst, könnt ihr logischerweise schätzen, und der dann halt näher dran ist, der hat dann halt da den Punkt mehr. Ich tippe auf zwei Namen. Zwei Namen, die haben so einen langen Titel. Zwei Namen, die sind klar. Ja, und es ist auch, wie gesagt, nur eine Regentschaft. Ja, ja. Also nicht irgendwie von Hornswoggle alle 37 Regentschaften zusammengezählt. Ich sag einfach mal das hier. Jo, bin fertig. Ich hab jetzt grob gerechnet, also. Keine Ahnung. So, ich hab. Gut. Ja. Es ist natürlich, wie ihr beide richtig erraten habt, Brock Lesnar gewesen. Es war relativ knapp. Brock Lesnar hat nämlich 224 Tage. Wie viel hat Seth Rollins? Seth Rollins hatte nämlich 221. Alter. Seth Rollins hätte diesen Rekord vielleicht geknackt. Weiß sicher. Man nicht. Ja, hätte na, er nee, es, ja gut, er hat sich ja verletzt. Series hinaus. Richtig, denn ein paar Tage später nach seiner Verletzung war die Survivor Series. Aber ich glaube, er hätte es auf jeden Fall geknackt. Egal. B-Pointe sagt 250 Tage, damit ist er 26 Tage drüber. Und John sagt 215 Tage, damit ist er 9 drunter. Und deshalb hat John hier die 2 Punkte. Glückwunsch. Hast gut getippt. 2 Punkte für John. Ja, 2 Punkte und einer für dich. Jo. Ich habe grob gerechnet, aber. Ich habe einfach nur dumm getippt, einfach. Ich habe mir einfach gedacht, Anfang April bis Mitte November und Mitte August bis Anfang April, so ungefähr. Ja, okay. Aber das war nur mehr Raten. Ich habe gehofft, Lesnar. Dann geht's weiter. Gut. Kommen wir doch mal zu einem Titel, der vielleicht bald wieder eingeführt wird. Es geht um den Cruiserweight-Titel. Und welcher Wrestler hielt denn diesen Titel am meisten? Also wer hatte die meisten Regentschaften mit dem Titel? WCW auch. WCW auch. Das, was ich jetzt antworte, habe ich vor langem einmal gehört. Und das ist das Einzige, was mir noch einfällt von der Zeit. Ich hätte außerdem Namen und Regentschaft gerne. Also. Wie gesagt, Regentschaft kann man. Quatsch, Titelgewinne so rum. Nette Regentschaft logischerweise, aber wie oft er den Titel geholt hat. Okay. Also Hornswoggle einmal wäre. Genau, das wäre eine Antwort. Okay. Ich weiß den Namen zu. Das habe ich vor 10 Jahren mal gehört, aber ich weiß, ich habe mich da nie informiert. Ich habe keine Ahnung, ob das stimmt. Ich glaube aber, das stimmt nicht. So, ich tippe mal schauen. Fertig. Mhm. Okay, gut. Das ist beides falsch. Beide haben Rey Mysterio getippt. Mhm. Das ist falsch. Beide haben übertrieben mit den Regentschaften. B-Point ist 6, John 10. Es war ein anderer Herr, der schon mal eine Fehde gegen Rey Mysterio hatte. Dean Malenko. Ein anderer Herr, der schon mal eine Fehde gegen Rey Mysterio hatte. Eddie Guerrero. Ein anderer Herr, der schon mal eine Fehde gegen Rey Mysterio hatte. Chavo Guerrero. Chavo Guerrero. What? Chavo Guerrero hat den Titel dreimal geholt. Ja, okay. Und ist damit der mit den meisten Titelregentschaften. Dreimal? Ach, okay. Okay. Dreimal. Gut. Ja. Naja. Alles klar. Okay. Kann man machen. Dann ist die Frage. Gut, und jetzt die Frage muss ich reinnehmen. Wir müssen natürlich einmal in jeder Ausgabe dem König der Könige huldigen. Um wen geht es? Undertaker. Um wen geht es? Mich. Okay, beide haben offizielles Tippspiel verloren. Das Quiz verloren. Das ist natürlich sehr schade. Nein, natürlich um Triple H. Der Gott der Götter, der King of Kings, The Man, Mr. Die Nase. The Nose, Jean-Paul Levesque, Terror Rising, Hunter Hearst Helmsley, genau. Er hatte in seiner Karriere mehrere Male den World Heavyweight Title geholt. Den World Heavyweight Title. Mhm. Wie oft hat er diesen geholt und wie lange war die Gesamtdauer seiner Titelregentschaft? Oh Gott.
Ich weiß schon mal wie oft. Das kann ich schon mal sagen. Den World Heavyweight Title. Ja, ja. Mhm. Ja, World Heavyweight. Also der WWE World Heavyweight Title zählt dann nicht dazu. Nö. Der World Heavyweight Title. Ja, das der ist von drinnen. 2002 bis 2013. The Big Gold Belt. Okay, okay, der. Also. Ich kann mich noch an seinen ersten Titelgewinn erinnern, der war so historisch. Der so ein starkes Match damals. Das ja. war echt übertrieben. Genau. Übertrieben, das war das Match of the Night. Match of the Year, ja. Five Star Classic. Instant Classic. Dieser Move, wie Eric Bischoff den Titel rausgezogen hat. Einfach krank. Das war krass. Das war krass. Müsste eigentlich einen guten Titel haben. Tipp ich mal so. Mhm. Dann hätte ich meins. Musst du ein bisschen rechnen, aber müsste eigentlich so passen. Jo. Ja, okay. Also, wie Pointe sagt, 5-mal und 500 Tage. Und John sagt 8-mal und 600 Tage. Alter. Beide kriegen einen Punkt. Ja. John hat die 8 Tage falsch, aber ist mit seinen 600 Tagen sehr, sehr nah dran. Wie Pointe ist mit 500 Tagen weit weg, hat aber mit 5 Regentschaften die richtige Anzahl. Denn er war 609 Tage insgesamt World Heavyweight Champion. Ja, Punkteteilung, passt das ja. Das habe ich im Kopf ausgerechnet. Natürlich. Natürlich. Hätte 609 geschrieben, das wäre krass gewesen. Aber okay. Ja, wie du damals mit deiner WrestleMania-Zahl da. Ja, das war einfach auswendig lernen. Oder es ist halt, auch einfach gut von mir. Was? Denn ich schaffe jetzt hier den Schwenker zu WrestleMania. Das ist halt einfach mal wieder, ich bin halt einfach der King of Kings nach Triple H. Du bist WrestleMania. Muss man halt einfach mal zugeben. Und deshalb bleiben wir gleich bei WrestleMania. Ich weiß nicht, ob die Frage jemals in einem Wrestling-Quiz von uns vorkam. Könnte sein, weil es eine wahrscheinlich beliebte Frage ist, denn welche WrestleMania hatte denn die höchste Buy-Rate in der WWE-Geschichte? Hm. Das weiß ich. Wenn ihr mir auch noch die Nummer nennen könnt, quasi, kriegt ihr noch einen extra Punkt. Wenn ihr mir sie genau nennen könnt, kriegt ihr. Also die höchste so Buy-Rate. Dann kriegen wir ein Eis von dir. Kriegt ihr ein Eis von mir? Okay, ein Calippo-Eis. Ich glaube, das weiß ich noch. Hab. Weil ich das recherchiert habe wegen den SummerSlam Buy-Rates. Müsste, glaube ich, so sein. Also, Moment. So meine ich das, ne? B-Pointe sagt WrestleMania 29 mit 1,3 Millionen. Und John sagt WrestleMania 28 mit 1,9 Millionen. Oh, das ist viel zu hoch. Das ist zu hoch, da stimme ich absolut zu. Aber die WrestleMania stimmt. Es war nämlich WrestleMania 28. Ach, scheiße. Mit 1,6 oder? 1,253 Millionen Buys. Der Main Event natürlich once in a lifetime. WrestleMania. The Rocking John Cena. Ja, gut. Gott sei Dank gab es das Match nicht zweimal hintereinander. Ich habe 1,3 getippt. Das wäre scheiße gewesen. Ich habe 1,3 Millionen getippt, aber naja. Okay, Punkteteilung wieder. Jo. Gut, zwei Fragen kommen noch. Das ist doch. Ich muss die holen. Ja, momentan steht's, kann ich sagen. Eine Frage. Ja. Der Zwischenstand ist 11 zu 7 für mich. 11 zu 7. Na gut, das kann der John noch locker aufholen. Ja. So viel sagen. Okay. Das kann ich auf jeden Fall nachdenken. Schreiben, kurze Frage. Kommt am Ende wieder eine ganze Promo? Nein. Nein, ich bin kein Tiroler, der Spaß daran hat, heute zu gehen. Nein, nein. Das war lustig. Aber ich hätte dann wahrscheinlich so eine Promo genommen wie Rock gegen Punk vom Royal Rumble. Die Promo ging eine halbe Stunde. Ja, komm. Die hätte ich dann genommen. Das ist ja schön. Why not? Okay, dann. Gut. Ich hatte lange überlegt, ob ich zu diesem Herren eine Frage nehmen sollte. Mhm. Weil ein Herr hier in der Gruppe dabei ist, der sehr, sehr viel über diesen Kerl weiß. Gut, beide wahrscheinlich, aber der andere beschäftigt sich höchstwahrscheinlich wesentlich mehr mit dem. Deshalb, richtig, der Herr ist es. Deshalb nice. Habe ich mir ein spezifisches Jahr rausgepickt, wo er mir seine Sieg oder beziehungsweise seine Siege in Prozenten sagt. Und zwar geht es um sein
Debütjahr, das Jahr 1989. Hä? Wie viele Matches hat 90. er dort gewonnen in Prozenten? 89. Bei 89 war er in der WWE. 89 das war er nicht in der gesagt. WWE. Das habe ich auch nicht gesagt. Ah, seine... okay. Achso, das meinst du? Ich habe schon gewundert, hä? Aber gut. Also ihr bevor er da, also einfach sein previous character Prozentzahl. Was, wie viele Prozente an Matches er im Jahr 1989 gewonnen hat? Als The Undertaker. Als der Typ, als den er im Jahr... Als Mark Galloway. Master of Pain. Wie er halt im Jahr 1989 okay. aufgetreten ist. Herr Mas, ja. Mit Daddy Long. Als Kane The Undertaker. Nein, Spaß. Ich bin froh, dass er diesen Namen nicht gekriegt hat. Das ist ein schöner Name gewesen. So. Na dann. Als Fake Undertaker war am Start. Ja. Wie meint that? Ready? Noch nicht. Noch nicht. Ich habe noch keine Ahnung. Du rechnest noch aus, du hast ja alle Matches gesehen. Ja, klar. Ich habe jedes einzelne Match gesehen in seiner Karriere. Keine Ahnung, ich tippe einfach mal so viel. So, ich glaube, wurde jetzt nicht so krass gepusht. Das ist jetzt einfach nur in. Ja, gut, ich habe beide Antworten. Raten, oder? John ist ein bisschen weit drüber mit seinen 65%, denn der Herr Master of Pain. Hat ist natürlich gemacht. Nicht so eskaliert wie der Undertaker. Ja, deswegen. Und gerade nicht in der USWA. Er war zwar Champion da, aber da war er nicht so dominant. Deshalb ist B-Pointe mit seinen 50% relativ nah dran, denn es waren 43,4%. Scheiße. Wie viele Matches hat der Undertaker in seiner ganzen Karriere gemacht, B-Pointe? Ich glaube, das weiß ich. Wie viel hat er gemacht? Ich glaube, es waren über 1400. Ja, meist mehr als 1400. Knapp. Einfach mal eine kurze Schätzung. Ich will es einfach 2100, sage ich dann. Der ist einfach sagen. 2100. Und einfach sagen, oder wie? Mach mal, ja. Würde mich mal interessieren, ob du es weißt. Ich glaube, 3000 hat er noch. Ich glaube, 2800? 900? So um den Dreh, glaube ich. Waren 2264. Echt? So Punkt für mich. Nee. Ja, Spaß. Der imaginäre Punkt geht an dich. Gut, ja. Aber jetzt kommt die letzte Frage. Mit ja, ein Punkt geht an mich jetzt, ne? Nein. Ja. Ein imaginärer, ein Holz. Nee, der Punkt der für die Prozentzahl. Ach so, ja. Ja. Aber jetzt könnte ich auch nochmal aufholen. Denn wir spielen jetzt zuletzt ein Wrestler, wer bin ich? Ich werde Fakten zu diesem Wrestler aufzählen. Und wer zuerst den Wrestler mir sagen kann, kriegt dementsprechend Punkte, logischerweise nach dem ersten Fakt. Wenn ihr mir den da sagen könnt, kriegt ihr 10 Punkte, nach dem zweiten Fakt 9 Punkte, nach dem dritten 8 Punkte, etc. Oh nein. Gut. Ist das AJ Styles? Es ist nicht AJ Styles und damit hast du verloren. Nein, Spaß. Okay. Es ist ein Mann, der heutzutage in der WWE aktiv ist, so viel kann ich sagen. Mhm. Und das war der erste Fakt? Das war nicht der erste Fakt. Okay, sonst wird es jetzt ein bisschen schwieriger. Ich glaube, ich verliere jetzt. Ich werde nach jedem Fakt mal kurz Pause machen quasi und werde dann mal warten, ey, könnt ihr mir was sagen dazu? Vielleicht mit rausrufen. Weil wenn dann jetzt kommt, das weiß ich. Ja, mit rausrufen, aber ich sag's mal so, ihr habt 3 Fehlversuche. Okay. Also wenn ihr mir dreimal falsch sagt, habt ihr automatisch verloren. Okay. Gut. Dann fangen wir mal an. Fangen wir mal mit was an, was natürlich die Wrestler extrem eingrenzt, denn der Wrestler ist über 1,85 groß. Weiß jemand natürlich, es ist Kane. Ja. Ja. Ich war bei TNA. Ich war auch bei Ring of Honor. Samoa Joe. Beides falsch. Erster Fehlschlag für beide. Bobby Roode. Gut, zweiter Fehlschlag. War ja nicht ja. Bei... Ja. Ich habe Scheiße. Nur in 3 verschiedenen Ligen Titel gewonnen. Ich bin ehemaliger Intercontinental Champion.
Ich bin ein König. Ey, kommt schon, Leute. Also, ich bin Asiate. Hä? Hä? What? Was zum Teufel? Ich trete Leuten gerne mit meinem Königsgesicht. Na. Hey, der hat jetzt drei. Gut, John hat verkackt. Ja, John hat verkackt. Aber. Weißt du's? Nakamura war bei TNA. Nakamura war bei TNA und IWGP Intercontinental. Oh Champion. Gott! Nakamura. Ich hatte mit TNA nicht. Ich wusste nicht, dass er bei TNA war. Ich dachte nur. Tanahashi war auch bei TNA. Ja, das weiß ich, aber Nakamura wusste ich nicht. Und Okada. Ja, Okada und. Also, ja. Okada und Tanahashi wusste ich, aber Nakamura nicht. Nakamura war bei TNA. Funaki. Ja, aber das war schon. Hä? Funaki! Ja, aber, ja, ich hab nur gedacht, weil du hast gesagt, er war IC-Champion, habe ich gedacht, das könnte ja sein. Er ist Asiate. Ja, IWGP IC-Champion, aber ich dachte erstmal so, WWE IC-Champion. Hä? Welche? Ja, ich auch. Ja, und, das war und, schon absichtlich so gestaltet. Und, weil, das war das Schlimmste von an allem. Ich dachte, als du gesagt hast, er tritt gern Leute, und da habe ich gedacht, an Funakis Finisher gedacht, dieser High-Kick da. Und bevor ich das mit den Knien gehört habe. Nakamura hatte ich überhaupt keinen nicht im Kopf gehabt, also. Vor allem erstmal so beide Samoa Joe. Ja, nach TNA und nach Ring of Honor sofort Samoa Joe. Ja. Ja. Ja, ich wusste, dass Nakamura bei Ring of Honor war, aber nicht bei TNA, das war. Naja. Egal, war ja nicht schlimm für mich. Scheiße. Ich wusste den an keinen, weil keiner es richtig erraten hat. Ja, wie? Das hättest du aber auch nicht gewusst. So ich? Nicht. Wenn man es so gestellt hätte, nicht. Naja. Intercontinental Champion nicht. Nach spätestens, ich bin Asiate und ich bin ein König. Das war der Punkt, wo es mich rausgekickt hat. Ich glaube, Micha hätte es eher gewusst als wir beide. Das kann man auch auf jeden Fall sagen. Er ist ja, das Wrestlepedia. Auf jeden Fall. Er ist das Wrestlepedia. Das muss man einfach so sehen. Gerade nach dem letzten Quiz. Wie steht's denn? Ich... 12 zu 7 noch. Ich hatte ja keinen Punkt gekriegt. 12 zu 7. Ja. Gut. Endergebnis. Endergebnis. 12 zu 7. Scheiße. 12 zu 7. So, ich gehe mich ritzen. Jetzt werden wir eine, natürlich wie Pointevich jetzt an die Arbeit machen, eine Grafik erstellen und eine Tabelle erstellen, wie viele Punkte wir insgesamt erarbeitet haben, und werden diese jetzt vor euch auf dem Bildschirm anzeigen. Ich kann es sogar euch was gerade sagen. Natürlich muss man so viel sagen, die Punkteverteilung sind natürlich, kann man nicht ganz werten, weil ich habe zum Beispiel bei einem sehr viele Punkte gegeben, bei anderen gab es meistens nur einen Punkt und so weiter und so fort. Deshalb, erster bin logischerweise ich. Das ist ja nicht mal klar. Moment. 27 Punkten, soweit ich das sehe. Ja, genau, erster mit 27 Punkten. Zweiter ist Micha. Das ist ja richtig. Micha mit, auf jeden Fall mehr als ich. 34 Punkten, die er erzählt hat. Und John hat... Siegnerpunkten. Ja, 29 Punkte, soweit ich das hier sehe. Oh, da bist du ja okay. Sogar der Schlechteste. Na gut, ich habe euch... aber ich sag mal so, wenn ich so bei... verliert. Wenn ich bei der ersten Quizrunde so sehe, dass die erste Quizrunde Micha 25 Punkte und John 20 Punkte, danach ich 16 zu 9 und dann 12 zu 7, also das ist halt natürlich blöd mit der Punktverteilung, natürlich ist es natürlich... Sieger nach Unanimous Decision, Micha, klar, Sieg nach Also gerade auf jeden Fall hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, wieder mal euch beide wieder abzuziehen und zu meiner beim Wrestling. Micha wurde, Bipointe wurde gebankt. Genau. Also das, was Mickey Gall heute gestern mit Bank getan hat, das ist mit Micha mit ja gut, passiert. Für die Leute ist es natürlich ein bisschen schwierig, weil das war es ja für die nicht gestern, nur für uns jetzt eigentlich. Deshalb wisst ihr auch, wann wir aufnehmen, 11.09.9/11. Ja, auf jeden Fall, hat auf jeden Fall wieder Spaß gemacht, das Wrestling-Quiz zu machen. Ihr könnt natürlich auch mal gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr dieses Wrestling-Quiz fandet. Also mir hat auf jeden Fall alle drei Runden Spaß gemacht, einmal als Host zu sein. Die Runde mit Micha war spannend und ich denke auch, die Runde mit John war auf jeden Fall spannender als beim letzten Mal. Würde ich mal behaupten, weil beim letzten Mal war es... Ach komm, lass gut sein. Genau. Der will ich gerade overbringen.
Ja, auf jeden Fall, aber na gut, wenn er es nicht will, dann lassen wir es auf jeden Fall sein. Nein. Ja, natürlich könnt ihr eure Meinung in die Kommentare schreiben und wenn wir irgendwann mal den Wrestling-Quiz machen sollen, ihr könnt uns natürlich auf unseren privaten YouTube-Accounts uns noch Nachrichten schreiben, Fragen einschicken, das hatte ich auch manchmal bekommen und sowas, das könnt ihr gerne abschicken. Man kann mal YouTube-Nachrichten schicken? Ja, private Nachrichten. Echt? Krass, hab ich ja gedacht, es geht gar nicht mehr. Willkommen bei YouTube und... Ja, willkommen auf jeden bei Fall. YouTube. Genau. Vielleicht holen wir auch mal andere Gäste hinzu, mal für eine Quizrunde, mal sehen. Aber auf jeden Fall weiß ich mal. John Cena. Genau, und dann fragen wir rund um seine Person, wo wir ihn gewinnen können. Aber jetzt noch mal eine kurze Frage. Ja. Wer hat der jetzt den längsten? Batista. How big okay. is Batista's dick? Okay. Okay, danke. Gut, diese Sache muss ich leider jetzt rausschneiden, weil es ein bisschen zu. Und Jugend unfreundlich ist, aber naja gut. Auf jeden Fall würde ich mal sagen. Jugendunfreundlich, genau. Oh, jetzt werden wir politisch unkorrekt. Genau. Oh shit. Genau. Auf jeden Fall würde ich mal sagen, schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare und mal sehen, ob ihr eventuell nochmal einen Quiz machen. Ich würde es auf jeden Fall nochmal machen. Ich weiß nicht, wie es bei den beiden aussieht. Ich weine mich jetzt mal in den Schlaf und dann schauen wir weiter. Ja, Micha. Ja. Beim nächsten Mal gewinne ich auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall klar. Hätten wir Stadtland Plus gespielt, hätte ich gewonnen. Wer es unbedingt sehen will, ja, geht auf allabout.de und sucht es, da findet ihr es auf jeden Fall nicht. Genau wie die Year-End Awards. Und? Richtig. Genau. Die 3 Stunden langen, aber nie ausgestrahlten. Wie einige Lucha Underground Reviews mit Nia und Jonas. Jo. Das ist schön, ja. Und nochmal zum Ende hier die Shoots raushauen. Wo ist das Battle of E? An dem CM Punks Karriere beendet wurde. Ja. Ja, wo ist die Battle of E Halbfinalpartie, würde ich mal sagen. Die andere. Die ja, genau. Das wurde ja nicht mal getaped. Das stimmt. Ah, das ist so eine traurige Geschichte, dieses Match. Aber ja. Ja, auf jeden Fall. Lassen wir drinnen. Genau. Auf jeden Fall schreibt doch mal in die Kommentare. Vielleicht machen wir mal eine Runde Stadtland Fluss, mal sehen, wer da gewinnen wird. Und ja, dann würde ich mal sagen. Ja, Meinung in die Kommentare und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao. Servus. Tschüssi.